Moin Leute, willkommen zurück zu mittlerweile Folge 14. Folge 14 von Alien Dark Descent. Haben wir schon lange durchgehalten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange klarkommen, ehrlich gesagt. Dass ich vorher sage, ist mir zu schwer, aber... ist nur frustrierend, schwer ist was anderes. So Jungs, nimmt man die Beine in der Hand? Wir haben hier gar nicht mehr so viel zu tun, ne? Irgendwie die Lagereinrichtung hier nur abchecken. Kurz vielleicht eine... es kommt immer zu uns. Oh, es kommt aber richtig hart zu uns. Hoffen wir, dass wir jetzt nicht gleich hier verkacken. Do you see that, Sarge? Yep. Plenty of space for containers, but no crates. And those bodies, are they? Weyland-Yutani Commandos, yes. Maybe we're not the only ones chasing these containers. No, it's me, though. Oh, yeah. You know what I mean. You said it yourself. We need all the help we can get. If the way you came here, it's probably more important than it looks. In that case, I guess we follow the bodies. Yeah, stay alert, squad. Ah, das ist doch so lächerlich, oder? Findet ihr das nicht auch total bescheuert? Kann doch nicht sein, ey. Oh, nee. Kurz raus, ihr Jungs. Weiter, weiter, weiter. Feuer, der Flammenwerfer muss uns jetzt hier den Rücken frei halten. Sieht doch cool aus, wenn man es laufen lassen kann, ne? Also. Stellen wir uns hin. Ne, hier ist am besten, weil die Feuer hält die weg. Bam. Sieht immer nicht so kritisch aus, wenn man das normal durchlaufen lässt. Sonst hat man das Gefühl, das dauert immer alles ewig und kriegen hier nur Schinnen. Oh, jetzt ist mein Feuer weg. No, 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 no. Er hat keinen Bock hier, oder was? Safe position taken. Das ist wieder herrlich, ne? Aber das ist wie immer. Man kommt mit einem frischen Team an, denkt sich so, jetzt macht man das, und dann müssen die ihn in die Unterhose kriechen. Also den müssen wir jetzt eigentlich nur abholen, bevor die Dingsphase abläuft. Ah, ist ein Atze. Ist ein Atze. Leute, Deckung, Deckung, Deckung. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, die Dinge. So müssten die immer sterben. Okay, dann hacken wir uns jetzt kurz hier in den Raum. Das ist vermutlich eine Abkürzung. Wobei, wir vermieden das jetzt hier entspannt. Weil hier ist bestimmt noch ein bisschen was zu holen. Hier hockt ein Affe rum. Scharfschützen wäre jetzt wieder geil. Den könnten wir hier hinstellen. Der wird hier einen Schuss abgeben und fertig werdet. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig. Ach man, Digga, nein. Kommt von der Brühe. Die machen ja nichts anderes, außer eben auf den Sack zu gehen. Krass, eine Panne, ne? Ich meine, das kann mal spannend sein, aber dadurch, dass die halt wirklich immer na los, dann hack uns hier rein. Marine hat... Alter, ich hab keinen Hacker dabei? Alter, der hat hier für ein Gurkenteam zusammengestellt. Ach du Scheiße, ey. Hier kann man die Wand nur aufsprengen. Aber dann kommt der Pisser gleich an. Die Wand sprengen wir natürlich am schnellsten und einfachsten. Ey.
Mann, such dir einen Job, Alter. Kann ich hier vielleicht... Ja, er dreht auch wieder um. Cool. Hier noch so ein Sensorpark. Nein, 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 nein. Hast du eine Panne? Warum das denn? So ein Ding sollst du hier hinstellen. Das ist doch stumpf, ey. Und da kann man nicht durch. Da liegen noch Ressourcen. Wichtige Rohstoffe. Wieder zurück hier. Am besten hier lasst euch sehen. Oh, hier ist auch noch was. Ah, Medizin. Okay. So, jetzt darf ich meinen Motion Tracker hier schon wieder einsetzen, weil er kommt ja hundertprozentig hierher. Oh! Ah, cool. Großen Dank. Roger. Schnelle Plünderung. Planting mine, watch your feet. Contact. Mine's activated. Oh, der ist abgelenkt durch den Motion Tracker. Was ist hier hinten? Hier ist nur das Nest drin, ne? Oh, uncooler Shit. Schnell coolen Shit blenden. Ach so. Ja, guckt euch die Scheiße hier an. Ah, ist das gemein, Alter. Machen wir jetzt? Warum will er jetzt nicht durchkommen? Ah. Okay. Wir haben noch 5 Sekunden. Ich vermute, ja, dass die jetzt alle aus dem Loch hier springen. Oder nicht? Oh, klar. Moment. Ach, kacke, ey. Jens, lass ich dahin ausgerichtet? Ich schaffe ich das noch. Shit, it's coming to us. Sentry packed. They're heading our way. Hier nur eins hin. Sentry almost ready. Bring him down. Check your vital squad. Komm, 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 komm. Doof, dass der... Nee, doch nicht. Ich bin verfuckt. Ich dachte, der, der Speer feuert, ist derselbe, der Flammenwerfer feuert. Oh, hör doch mal auf jetzt. Führt, natürlich. Müssen wir noch kurz übernachten? Ah, disgusting. Here's your sample. Got 'em. They look intact to me. Reparieren und nehmen. Ah, jetzt haben wir gleich wieder alle extrem Stress hier. Ah, das geht so schnell, ne? Come on, we didn't sign up for this. Sentry gun fixed. Packing sentry gun. Kann ich noch einen Motion Tracker? Nein, einen Motion Tracker bauen. Deploying Motion Tracker. Setting up Motion Tracker. Sentry packed. Kommen wir bestimmt gleich wieder Kroketten an die Rast. Roger. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. Schnell weg. So, jetzt haben wir bloß noch 2 immer Werkzeug. Wie schnell das geht.
Komm, dann frisst du hier mal Tabletten. Schon mal gut. Einer ist weggesprengt. So, hier wollen wir hin. Störend. Noch mehr Stress. Cool. Ist ärgerlich, dass wir nicht durch diesen Dingskorridor konnten. Das ist richtig scheiße. These containers. This is it. This is the room we were looking for. Good job, squad, but it's not over. Not yet. We need more intel about those crates. Starting with a way to destroy them. All of them. Search that room, people. Mach mal. Planting mine, watch your feet. Mine's activated. Come on, team. Ein bisschen Stresssprecher wäre noch cool. Das sieht ja aus nach so einem so finaler Fight, ja? Ah, okay. Er sagt uns das auch nochmal an. Kriegen wir hier so einen kleinen Showdown hier oben. Werkzeug. Hätte man hier irgendwo speichern können? Let's see what's inside. Dann Haufen Munition, das ist jetzt nicht so wichtig. Was ist das hier noch? Guck mal da hinten. Nee. Okay, dann hier mal noch eine Mine hinpacken. On it. Planting mine, watch your feet. Mine's activated. Come on, team. So, dann müssen wir uns ja. Oder würde ich sagen, macht das Sinn, sich von hier zu verteidigen? Von hier werden sie ja vermutlich nicht kommen. Sentry, almost ready. Und da 4 Stück. So eine Sandsäcke hinschmeißen, Feuergramm ausheben. Oh, hier sind noch 2 neue drin. Let's see what's inside. Ja, ich glaube, die Pillen muss ich hier bei einmal einschmeißen. Damit die hier vernünftig kämpfen können gleich. Affirmative. Let's see what's inside. Tschick, tschick. Muss noch irgendwer durchladen? Nicht so richtig, nee. Move on. Oder trappen wir hier noch eine Mine hin? Planting mine. Ja, jetzt für Speichern cool, ne? Jetzt sichern. Stress abbauen, Kommandopunkte wieder voll aufladen lassen. Hier vorne lag aber noch eine Leiche, habe ich gerade gesehen. Got something on the tracker. Drei Ressourcen. Geil. So, ihr Schütze sind okay soweit. Hier noch eine Mine, aber dann haben wir keinen einzigen Punkt mehr zum Starten. Und du musst hier noch was fressen. Planting mine, watch your feet. Mine's activated. So, wir gehen jetzt schon schlummern hier. Oh, auf der ganzen Ebene nicht. Oh, sehe ich. Ja, natürlich. Gibt denn nicht mal einen richtigen Shortcut, ne? Wäre bloß immer hier durchrennen. Ah, schon wild. Und dann wieder 2 Türen sichern. Nö, nö, du, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ganz so heftige Noobs haben wir ja nicht in der Hand hier. Eben Punkt hebe ich auf. Dann rennen wir jetzt hier unten hin.
Oh, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht in den Arsch, ne? Hey, I found something. Looks like a data pad. What? Anweisung Omega 13, verfasst von Präfekt Forslaw. Ich kann mit Freuden berichten, dass Marlow, der Erleuchtete, mit eurer Arbeit zufrieden ist. Eure harte Arbeit und unbeugsame Entschlossenheit haben dieses Werk ermöglicht. Meine Brüder und Schwestern, eure Taten sind es, durch die Lethe neu geboren wird. Die Eier der himmlischen Aufsteigenden, einst in den Tiefen dieser Höhlen verborgen, werden sich nun über den ganzen Mond verbreiten. Ich werde euch schon bald weitere Anweisungen zukommen lassen. Seid stolz auf das Erreichte und auf euren treuen Einsatz für unsere Sache. Eine neue Ära ist angebrochen. Fuck! These containers are empty. We're too late. Incoming critters, a shedload of them, requesting fire support. Guys, I can't even see you. The ARC will have to do. Back to the elevator, Marines. I'll come and cover you. Oh, oh. So, wo gehen wir Sperrfeuer lang? Oh, die haben richtig Bock. Die. Achso, wir müssen erst noch Poolen dran. Dann packe ich hier noch schnell eine Mine. Ey, dann muss das Ding hier den Aufzug rufen. Jo. Ah, geht da wirklich erst dann los. Also könnte man hier echt. Also wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, ne, würde ich hier schön laufen lassen, immer wieder eine Mine packen, da eine Mine packen. Oh, da kriegen wir das Auto auch noch. Schmeiß mir hier die Leuchtfackel hin. Für mehr Trefferchancen. Feuermänner! Oh Gott. Das sind viele. Da sind verstümmelt. Und wir dürfen keinen Schutz kaputt machen, das ist wichtig. Oh nein, sie haben es kaputt gemacht. Irgendwer muss da hin. Wo ist Puzzeln? Zeit für mehr. Das ist dasselbe. Ach, Kacke, nein. Brech das ab. Scheiß drauf. Oh, komm, Digga. Ich brauche hier eine Granate. Oh, das hätte ihn ja nicht interessiert, ne? Das Ding ist im Arsch. Kann ich jetzt abbrechen noch mit der Granate? Komm schon. Sergeant, I'm trying something. Hold on. Martinez, give me a hand.
more. Everything you've got. I'm launching it in 30 seconds. Hayes, what are you doing? Hayes! Hunza, keep your distance. I have one satellite turned bomb coming in hot. Wait a minute, a bomb? That's our way off, Marines. Move out! Starke Aktion. Unsere ganzen kaputten Geschütze zurückgelassen, aber ist in Ordnung. Ei. Hat sie jetzt diesen Satelliten oder was, den sie frisch machen wollte, ne? Für ihr Opfer? Und ich wollte nur Leichenteile einsammeln und so. Boah. Finde ich jetzt ein bisschen unfair. Alter, was ist hier mit los? Ich habe keinen Ladefortschritt mehr. Der ist unsichtbar. Ist er wirklich? Aber Datenpads halt liegen lassen, ja, so viele. Shit. Ich hatte auch keinen Bock mehr, ne, mich hier umzugucken, weil mir das so auf den Sack geht. Genau, der Typ mit dem Flammenwerfer hat jetzt Angst vor Flammen, oder was? Alter, mein 15 Stressschaden. Völlig klar. So, wie dürfen wir euch denn hier weiter veredeln? Ich mag immer noch das mit dem Traumapunkt. Alles nicht so cool. Stimmt, wir hatten ja auch total Noob dabei, ne? Und noch ein. Ah ja, dafür haben wir doch gut geregelt hier. Zack, eindeutig. Alright. Stört mich jetzt ein bisschen, dass wir Datenpads zurückgelassen haben. Bis jetzt haben wir, glaube ich, alles immer mitgenommen. Zerstörer war das. Ich weiß gar nicht, ob man da dann jetzt hin zurück darf. Not bad, Hayes, for a corporate drone. Not that I ain't grateful. Why'd you do it? Your satellite just went up in smoke. In the company, there's a protocol for everything. Your model is not even richtig geladen. Ever since Pioneer Station, I've been drowning. The big picture gave me something to hang on to, but at the end of the day, the big picture is just people. Speaking of which, any news from Pharaoh Spire? I sent Hunslet over to the capital to perform recon. The anti-air defenses of Jackson's Landing are still active. They took offense at her transponder codes and nearly shut her up for good. It doesn't tell us much. The Spire is a state-of-the-art building. They'll be automated. True enough. So, for now, we keep on keeping on. Maybe this Marlow we ran into... I did a bit of digging. He's a Weyland-Yutani bioengineer. No one's heard from him for years. Well, they have now. So what do you want to do, Administrator? We better work together. All right. Then start with what happened back there. Hayes, it's really... Listen, Harper. When you get crazy like that, you put every single one of us at risk. Ja, wollt ihr auch noch irgendwas sagen? To know what happened. If it was that special feeling of it yours. It wasn't. I snapped, okay? I heard a name, and I snapped.
What are you talking about? Cassandra. That's the name I heard. That's the name of my daughter. You have a daughter? Here on Lethe? Don't you think that was worth mentioning? She hates my guts, all right? I wasn't around much when she was little. We haven't spoken since her mother's funeral. Becca just rotted from the inside out. Folk do that here. It's the main reason I joined up way back then. I had to get out, you know? Is this working? Yes? Good. Administrator Hayes and Sergeant Harper to the lab. If you would. Hold that thought, Sergeant. We're not done here. Ba-ba-da-ba, ins Labor. Ich dachte, dass wir da gleich noch reingehangen hätten. Ah, thank you both for coming. Out with it, Doctor. There's a lot going on. More than you know. I've been analyzing your recent encounters with the Darwin era, cross-referencing survivor reports, and, well, I won't bore you with the details. And yet you are. Easy, Sergeant. Doctor, what have you found? In short, they have found a way to walk among these critters, as you put it. Some cultures seem to carry a preliminary step of the specimen in some sort of device, here, right between their lungs. This allows them to move around older creatures, while your marines are systematically attacked. Fascinating, isn't it? Just what we needed. More good news. What can we do? At the moment? Nothing, I think. Unless you've revised your policy regarding live specimens, Administrator. She didn't, and she's right. No creatures allowed. End of discussion, Doc. Weil die Frage da, wo die diese Räder haben, ja, da müsste vielleicht auch noch so ein bisschen was anderes sein, was man theoretisch brauchen könnte, ja. This just gets better and better, doesn't it? All the more reason to save everyone. Zwecks auch gar, ne? Like you said. Were you only here for your daughter? Cassandra is part of it. Maybe even the largest part, but it's not the whole. Wouldn't want you thinking I'm a hypocrite now. How old is she? She'd be 17 now, if she's even alive. You've seen these psychos. They're experimenting on people, on their genes, and they gave my daughter's name to their pet project. That can't be a good sign. What would they be after? I'm not sure. I've been having flashes, I guess you'd call them, visions. Nothing I can really explain, but sometimes it's like I can feel what those creatures are thinking. Well, I guess these maniacs would find that useful. I know, right? If Cass and I share this ability, maybe they're looking for her. Or worse, she joined them willingly. I don't believe it. I mean, she's your daughter. She's probably just as stubborn as a USCM sergeant. But what if they did something to her? What if she's changed and I don't recognize her anymore? Would she even recognize me? It's okay. We'll find her. You got this, Jonas. It's been years since anyone called me that. Let's look to Otago. Otago, do you copy? What now? Hunslet was circling around the ship when she picked up movement. Looks like recon paid off. The bad news is, those creatures are really interested in us. If we let even one of them get on board the Otago, this is over. Agreed. Looks like it's time to kick ass. Ärsche treten, jawohl. Junge, aber das machen wir in der nächsten Folge. Have a nice day. Kann jetzt nicht tun, ne? Großartig. Need a gun, Administrator? No, vielleicht. Aber eigentlich brauche ich nur Soldaten, die fit sind. So. See you around. Na gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin jetzt busy. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und dann bis zur nächsten Folge von Alien Dark Descent. Haut rein.